Und weiter geht's mit Let's Play Frostpunk. Und die Nacht ist immer noch da und wir können nicht forschen, wir können nichts abbauen, wir können gar nichts machen, weil wir keine Autis haben, die in der Nacht arbeiten für uns. Wir haben keine Notfallschichten aktiviert, wir haben einfach nur nichts. Die Heizungen brauchen auch noch ein bisschen. Mäh. Die Kranken, wenigstens die Kranken, ja gut, werden sie weniger. Wir können die Augen zumachen, dann sind es bestimmt weniger. Soll helfen, habe ich gehört. Das mit der Kohle wird problematisch. Verdammt. Und dann wird es bald noch kälter. In dieser Zwischenzeit, wo es so kalt ist, kann ich auf jeden Fall niemanden da draußen arbeiten lassen. Und wenn bis... Wo wartet ihr denn? Oh. Die Pistenwalze ist ein Wrack. Sie muss mit einer ziemlichen Geschwindigkeit einen Eisblock getroffen haben. Vielleicht war es gerade dunkel. Ein Brief aus London. Die Vorderseite der Pistenwalze war völlig zerstört. Im Inneren fanden wir zwei erfrorene Körper, einige Vorräte, ein Familienfoto und ein Brief aus London. Und eine Flasche von dem Bier, die so geprickelt in meinem Bauchnabel, der sich folgende Worte enthält. Die schlimmste Kälte steht uns noch bevor, aber sie sagen nicht... Entschuldigung. Ich konnte mir das Lachen bis jetzt zurückhalten, jetzt ging es einfach nicht mehr. Aber sie sagen nicht, wann. Ich habe mir das gerade einfach nur bildlich vorgestellt mit der Werbung. Wann ich... aber sag nicht, wann. Ich wünschte, ich und meine Tochter wären bereits heute schon bei dir im sicheren Norden. Zwei Dampfkerne. Alles klar. Zerstörtes Lagerhaus. In der Ferne ist ein großes Gebäude zu erkennen. Yay. Warum arbeiten eigentlich Ingenieure in dem Ding? Time to earn your bread, Pit. Hey, Pit, time to earn your bread. So. Meinen guten alten Zweck gibt es jetzt Feldküchen. Jede Feldküche wird Einwohner, die in der Nähe arbeiten, mit heißen Mahlzeiten versorgen, um sie warm zu halten. Erhöht die Temperatur von Arbeitsplätzen in der Nähe um eine Stufe. Das Haus der Heilung. Die Gläubigen, die im Haus der Heilung arbeiten, heilen nicht nur die Kranken, sondern beten auch für sie und geben ihnen Hoffnung. Fordert keine Ingenieure, versorgt die Schwerkranken und verleiht allen Patienten einen kleinen Hoffnungsbonus. Langsam mal zum Krankenhaus. Aber es ist erstmal... Es ist erstmal ein guter Ersatz fürs Krankenhaus. Boah, ist das ein Riesending. Ich weiß, das höre ich öfter, aber... Boah. Ja, das, ich würde es am liebsten dahin hauen. Das würde wunderbar reinpassen. Und würde, ja, was ist... Naturheilkunde, hat irgendwas für Naturheilkunde geschrieben. Ich hätte es gern gelesen, aber nö. Heizkörper sind erforscht. Dann machen wir sie mal an. Die Lümmel. Willst du mich anmachen? Kommt die Heizung so an, ne? Willst du mich anmachen, Junge? Baracken. Eine Idee, können wir noch gebrauchen, aber jetzt erstmal. Verbesserten Heizkörper, Dampfzentren, Dinge. Ne, wir brauchen erstmal die größere Reichweite. Und dafür brauchen wir Stahl. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir das Stahlwerk erforschen. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Alles gut. Und hier haut es hin. Ja, es ist erträglich. Noch. Das wird jetzt nicht mehr helfen, glaube ich, sobald jetzt die Temperatur fällt. Bis dahin müssen wir gucken, dass wir Kohle machen. Wir können mal ein bisschen laufen. Ihr wollt mir nicht sagen, dass wir im Minus sind. Wir haben doch genug. Ich wollte gerade sagen, läuft doch. Gut, die Heizkörper verbrauchen jetzt ein bisschen was, aber das ist ja okay. Können sie gerne. Kohleminen sind, wie ich sehe, voll besetzt.
Wir brauchen jetzt dann dringend Stahl. Das sollte eigentlich wunderbar hinhauen, dass wir das erforschen können eben. Als Körperstufe 2 könnte ich sogar noch drüber nachdenken, die eben schnell noch reinzuhauen. Können wir das noch machen oder? Nein, wir brauchen Stahl für. Verdammt! Generator, Reichweite, genau das gleiche. So viel dazu. Dann können wir gar nicht so viel machen, bis wir das nötige Stahl haben. Nicht mal das können wir machen. Höchstens das Dampfstahlwerk schon erforschen. Das Außenpostendepot, um zumindest Holz von außen zu holen, wäre auch eine Idee. Die Fabrik, ja, wir brauchen überall Stahl. Wir brauchen überall Stahl, das hilft uns nicht weiter. Stahl, Stahl, Stahl. Wenn ich sage, aus, wenn ich die Baracken erforschen will, brauche ich ebenfalls Stahl. Aber braucht ebenfalls. Mann. Ja, dann können wir nicht sehr viel machen, außer jetzt mal eben schnell noch die Stahlwerke zu verbessern. Nee, da geht nicht mehr. Dann machen wir das Stahlwerk besser, komm. Da habe ich wenigstens bis wir Stahl abbauen können und das, da vergeht jetzt noch ein bisschen Zeit, bis es soweit ist. Diese Dramatik. Ich wollte überlegen, ich wollte ja irgendwie so. Machen wir es erstmal so. Ich wollte ja hier noch das eine Haus wegreißen und dafür dann dieses Haus der Heilung hinmachen. Und dafür noch mehr Häuser da hinten und zu Baracken machen. Ob das hinhaut oder nicht. Einer von den Speeren muss auf jeden Fall. Du hast die Überlebenden, ja? Dann erforsche mal die Überlebenden. Der Pfad ist nur schwer sichtbar. Der Wind, der durch die Schlucht entlang der Felswände weht, birgt den Geruch von Lagerfeuerrauch. Unsere Leute müssen ganz in der Nähe sein. Von Narren angeführt. Als wir von dem Pass aus in ein kleines Lager absteigen, schallen uns Rufe und Begrüßungen entgegen. Seid ihr aus der Stadt? Werden wir von einem der Zufluchtsuchenden gefragt. Als wir das bejahen, erzählt er uns, dass sie von besserwisserischen Ingenieuren in die falsche Richtung gelotst worden seien. Ja, komm, wir eskortieren sie zur Stadt. Weil jetzt gibt's hier. Gibt's hier nicht mehr zu erkunden? Natürlich war ja noch was zu erkunden. Nein. Was soll's? Ihr seid da? Was haben die eigentlich? Oh, die haben was von allem. Das ist sehr gut. Auch Kohle? Ne, Kohle haben sie nicht. Das müssen uns die Typen dann bringen. Im Notfall. Drei der vier Wände stehen noch und schützen eine kleine Reserve von schneebedeckten Vorräten. Mit mäßigem Aufwand konnten wir die Kisten mit Vorräten aus dem Schnee herausholen. Wir werden sie in unserer Stadt gut gebrauchen können. Sehr gut. Dann geht eben schnell noch runter und dann zum Fischerdorf. Ein kleines Dorf, das an einem gefrorenen See liegt. Hier lebt keiner mehr. Wir werden wahrscheinlich nicht rechtzeitig ankommen, um uns weitere Kohle zu bringen, aber wir haben ja selbst noch Vorräte, die eine Weile reichen. Ne. Ne. Die Kohlemine wird länger betrieben. Das lasse ich mir nicht bieten. Da heben die Ballons ab. Ballon-Ding-Dong. Apropos Ding-Dong, können wir? Nee, wir können nicht. Das ist nicht. Also Nahrung ist jetzt gerade nicht das Problem. Jetzt wird's gleich kalt. Kann das Haus der Heilung eigentlich von Kindern betrieben werden? Ich weiß, es ist eine blöde Frage, aber wenn es funktioniert, würde ich es erstmal machen. Nicht Ingenieure. Gut, wir haben jetzt schon wieder einige Ingenieure übrig, aber die würde ich mir fürs Forschen aufheben. Da müssen wir mich wirklich vorantreiben, weil die Forschung geht mir gerade viel zu langsam. Es gibt viel zu viele Sachen, die ich noch haben will. Auch die Stahlwerke bitte ordentlich arbeiten, danke.
Heizungen haben wir angeschaltet, ja? Nicht überall, okay. So, jetzt wird es gleich kälter. Aber wenigstens ist es dann tagsüber, wenn es kalt wird. Ich glaube, das ist dann genau tagsüber. Das geht dann sogar noch halbwegs. So, inmitten des verlassenen Dorfes steht ein seltsames Fahrzeug. Dieses Dorf sollte unsere Stadt eigentlich mit Essen versorgen. Das Fahrzeug hat einen zerbrochenen Eisbohrer transportiert, der dazu verwendet werden kann, um Löcher ins Eis zu bohren, damit man fischen kann. Wir können ihn entweder reparieren, um hier einen Außenposten zu richten, oder ihn zerlegen und einen Dampfkahn zu erhalten. Ein Außenposten, mit dem wir Nahrung machen können? Ich meine, je mehr Außenposten, desto besser, ne? Weil wir können ja Teams losschicken noch und nöcher. Und jetzt einfach einen Posten zu haben, der uns mit Nahrung versorgt, ist ja nicht verkehrt. Der eine Dampfkern ist zwar ganz nett, aber ich würde ihn tatsächlich erstmal lassen und würde ein Außenposten-Team schicken, das uns Nahrung bringt. So schlecht ist das nicht. Das ist nachhaltig und so. Das ist nachhaltig! Einfach so ein Kohle-Lobbyisten die Grube runtertreten. ja. Wir haben es soweit geschafft. Ich hoffe, dass wir alles durchstehen können. Raus aus den Federn, Leute. Seht doch, die Sonne ist schon aufgegangen. Meine Hose auch. What? Hm? Ja, ah, stimmt. Ja, dann kommt mal zurück zur Stadt, bitte. In 14 Stunden sind sie da. Alles wunderbar. Gleich wird's kalt. So, ich hoffe, wir machen schön Stahl. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Dann... Alter. Diese Gruppe hat viel durchgemacht. Eine Lawine. Eine schwarzen Felsnabel drin. Das ist genau super. Nochmal irgendwelche Leute. Immer diese Leute. Komme ich aber nicht drauf klar. Generatorleistung kommt, macht hinne. Wir haben 1, 2, 3.000 Obdachlose. Kein Problem. Kein Problem. Die Werkstatt ist auch kalt. Wollen wir die wenigstens beheizen? Komm, beheiz mal wenigstens die Werkstätten. Du bist zu kalt, um zu arbeiten. Alles klar. Die Sanitätsstation ist zu kalt, das ist nicht gut. Und Holz ist voll. Okay, wir müssen jetzt irgendwie... Ach, verdammt. So, weiter geht's. Also, was ich machen wollte. Ich wollte die Folge beenden. Tschüss. Nee, so einfach komme ich jetzt nicht davon. Da haben wir die Straße, ne? Grenzt nicht an Straße an. Gut, die ist noch nicht gebaut. Warum ist sie... Hä? Warum habe ich die... Ey! Warum habe ich die dahin gebaut? Nee, du kommst mal weg, Freundchen. Die wollte ich doch so haben. Hallo? So hin, bitte. Und dann hätte ich hier nämlich gerne Rohstoffdepots. Auf dem Weg dahin. Und dann... Ja gut, außerdem gibt es jetzt eh nichts mehr zu erforschen. Von daher geht man da runter, geht man zum zerstörten... Ah ne, geht erstmal so vor schwarzen Felsnadel, ist ja gleich ums Eck. Aus der weißen Ebene erhebt sich eine schwarze Felsnase. Der Fels ist meilenweit zu erkennen. Ein guter Ort für Verloren, um sich zu treffen. Treffen, das sind alle, die bei Parship angemeldet sind, treffen sich dort. Schreine. Gesundheit. Nicht vergessen, alle 10 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Eben blöd, dass es immer derselbe ist, ne?
Jetzt mal im Ernst, was wollte ich machen? Wir können jetzt schon das Dampfstahlwerk machen. Und das würde ich mal machen. Wir müssen sowieso Holz loswerden jetzt. Und wir können jetzt eine ganze Menge tuten. Wir können hergehen und die Schreine noch bauen. Einen hierher. Ich glaube, die fliegenden Jäger könnten ja auch profitieren davon. Auf jeden Fall einen dahin. Und die Schwerkstätten, also hier die... Ja, die unsere Werkstätten, die können ebenfalls davon profitieren, ne? Der kann weg. Der sollte reichen. Halt. Halt, stopp. So, kriegt man das, glaube ich, gut mit nur rein. Dann kriegen wir vielleicht sogar noch eine Werkstatt daneben. Also, da wollte doch gerade jemand was. Ach so, nee, leuchtende Frostbeulen. Ich glaube, dann ist es ein Problem. Also so wahrscheinlich, dann ist es kein normaler Schnee, dann ist es wahrscheinlich radioaktiver Niederschlag. Also, das ist nuklearer Winde, wenn man schon leuchtende Frostbeulen hat. Lasst mal alle Kinder in die Küche. Kinder, Kammer, Küche. Bitte was? KKK. Ist ja gut. Generatorleistung. Yes, gib mir die volle Ladung. Und als nächstes Generatorreichweite. Ab geht er. Leistung. Plus, geht der Generator so her. Plus Ultra. Das müsste der machen beim Overdrive, wenn er explodiert, ne? Von 99 auf 100% plus Ultra. Boah. Riesen Atomexplosion. Schreine gebaut. Yay, die Hoffnung steigt. Okay. Einmal Kohle. Einmal Holz. Einmal Stahl. Und einmal. Boah, jetzt kommen bald nochmal die. Ja, da kommen wir mal später mit ordentlich Sachen. Und da hätte ich gern nochmal eins. Also Kohle, Holz, Stahl. Und dann kommt da noch Nahrungsmittel rein. Da haben wir alles einmal verhöht. Hötelt. Erhötelt. Hier können wir leider nicht nochmal extra Zusatz. Motivation machen, aber trotzdem, wie weit steigert sich eigentlich die Arbeitseffizienz in der Nähe? Wir sind eigentlich dabei. Was haben wir hier? Dach über den Köpfen. Captain, die Einwohner sind verständlicherweise besorgt über den Mangel an Unterkünften. Bei dieser entsetzlichen Kälte im Freien schlafen zu müssen, macht sie krank. Wir sollten was unternehmen. Für alle eine Unterkunft. Für einige. 83 Einwohner, das dürfte ich schaffen, sobald die Generatorreichweite erforscht ist. Sobald es wärmer wird, könnte ich, denke ich, sowieso schon mal noch ein paar Häuser machen. Das hört sich an, als wenn der... Das hört sich nicht an der Kirche an, das hört sich an, als wenn die, würden die im Bahnhof beten. Eine Bahnhofdurchsage einfach. Achtung! Der Zug zur Himmelspforte verspätet sich um 15 Tage. Ich wiederhole. Ah, jetzt haben wir schon 100, 250 Leute gerettet. Oh, die Speere sind zurück. Und was haben wir die Sachen da? Okay, die Speere hier gehen wir mal. Wir haben ja eh sonst nichts mehr zu entdecken. Da geht mir da runter. Wir müssen jetzt bald mal noch die Außenpostenteams losschicken. Ansonsten haben wir Problemchen. Okay. Wir können ja schon mal die Häuser bauen, oder?
Verdammt, dann reicht das aber nicht mehr. Nein. Gesetzbuch. Was haben wir denn noch beim Swag? Die Feldküchen, ja. Das ist echt keine schlechte Idee. Aber müssen die Feldküchen nicht auch noch mit Wärme versorgt werden? Ist es dann nicht wieder so? Das ist dann so die Sache, ne? Können auch Kinder drin arbeiten? Das ist so meine erste Frage bei irgendwie allem, oder? Können da auch Kinder drin arbeiten? Ist halt so. Entschuldigung. Da könnte man dann noch wunderbar machen, um hier die beiden. Da können wir das Außenposten-Team losschicken. Ein gutes Wort und eine warme Mahlzeit wärmen Leib und Seele. Was für eine geniale und praktische Idee. Ne? So, dann verstraßen wir mal alles. So, da werden ein paar Häuser gebaut. Hier haben wir so ein kleines Problemchen, aber kein Ding. Und hier passt es auch nicht rein, das gibt's doch nicht. Ist schon leicht verflucht, das Ganze. Aber gut, jetzt haben wir bald die nächste Generatorreichweite. Aber nicht mehr in diesem Leben, wie es aussieht. Kohle, Stahl. Yay, die Hoffnung steigt. Und upsi. Ein Speisehaus reicht echt nicht mehr. Sowas muss man auch erstmal erleben. Schwarze Felsnadel besteht. Die schwarze Felsnadel besteht aus uraltem Vulkangestein. An ihrem unteren Ende befindet sich eine schwache Mulde, die Schutz vor dem feindseligen Wind bietet. Ein paar unserer Leute haben hier Unterschlupf gefunden. Dieses Grüppchen unserer Leute wurde durch eine Lawine von den anderen getrennt. Völlig erschöpft haben sie hier gestoppt, um weiter zu Kräften zu kommen. Allerdings gehen ihnen langsam die Vorräte aus. Auf ihrem Weg hierher sind sie einer interessanten Struktur begegnet, die unter dem Schnee lag. Sie wissen nicht, was sie vor sich haben. Nur, dass es menschlichen Ursprungs ist. Na kommt, geht mit denen zurück. Weil wir haben jetzt eh nichts mehr zu erkunden derzeit. Da unten das eine Ding, aber das ist unser anderes Spielthema auf dem Weg. Suche und Rettung, Errungenschaft freigeschaltet. Geil. So, jetzt haben wir noch eine Menge Frostbeulen hier. Jetzt wird es eh gleich nochmal wärmer. Viel besser. Erstmal richtig Dampf ablassen hier. So, die Küche können wir... Oh, da können wir echt Kinder reinstecken. Wunderbar. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Oh. Kinder. Kinder. Yay, und die Hoffnung steigt, weil wir die auch gebaut haben. Nice. Das Lagerhaus lassen wir mal so weiter auf Bereitschaft. Und eine weitere Gruppe von Flüchtlingen am Horizont. Okay. Neue Forschung brauchen wir. Die Generatorleistung können wir weiterhin. Das braucht man gerade nicht so wirklich. Ich würde mal das Außenpostendepot machen. Dass wir damit anfangen. Und eine weitere Küche wäre auch auf jeden Fall empfehlenswert. Hat die Küche eigentlich schon extra Schichten? Wenn nicht, dann brauchen wir die jetzt. Und macht Suppen.
Kriegen wir auch mehr die Stunde hin. Dann reicht vielleicht doch die eine Küche. Voll besetzt. Aber zur Sicherheit vielleicht doch noch. Alter, sind hier Leute krank. Okay. Aber weißt du was? Den ganzen weiteren Spaß schauen wir uns bei der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.